Hallo meine Freunde, ich dachte, heute mache ich eine kleine Kleiderschranktour und zeige euch, wie ich meine Capsule Wardrobe organisiere, wo ich was reinpacke, wie ich was falte, wie ich das Ganze einfach manage, in Anführungsstrichen. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie ich das Ganze geplant habe, sodass ich auch wirklich von Saison zu Saison gut damit arbeiten kann, schnell an die Sachen rankomme, die ich brauche und einfach das Ganze so unkompliziert wie möglich halte. Wenn euch solche Art Videos gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder wenn ihr diesen Kanal abonniert, denn ich lade jeden Donnerstag um 19 Uhr ein neues Modevideo hoch. Okay, wir sind dann jetzt schon mal in unserem Schlafzimmer. Da hat sowohl Alex seinen Schrank stehen, als auch ich meinen Schrank. Und ich wollte ihn euch einmal ganz kurz von außen zeigen. Also das hier ist mein Kleiderschrank. Das ist der IKEA Pax in der Breite 75 cm und das Ganze dann doppelt. Hier in dieser Schrankhälfte mit der Spiegeltür, da habe ich meine aktuelle Capsule Wardrobe drinne, also alle Teile. Und hier in dieser Schrankhälfte habe ich mein Lager. Das zeige ich euch gleich noch einmal. Wie ihr sehen könnt, habe ich da oben auch so ein bisschen was hochgestapelt. Das sind jetzt alte Kleidungsstücke von Matteo. Der hat jetzt momentan noch kein eigenes Kinderzimmer, deshalb sind die Teile alle da. Und wenn ich euch gleich auch die anderen Sachen, die Schubladen aus dem Schrank zeige, dann werdet ihr auch wissen, was ich meine. Ich bin super glücklich, dass wir damals uns für die Schiebetüren entschieden haben, denn die Schiebetüren, die sind total platzsparend. Hier gerade, seht ihr, haben wir eigentlich ziemlich viel Platz. Also wir könnten in dieser Wohnung die Schiebetüren recht gut aufmachen. Aber diese Schränke, die begleiten uns jetzt mittlerweile seit 3 Jahren und die es waren jetzt schon in 3 Wohnungen. Also das ist jetzt die 3. Wohnung und wir hatten teilweise auch so knappen Platz im Schlafzimmer gehabt, dass eine Tür eines Schranks einfach nicht aufgegangen wäre. Deswegen die Schiebetüren, die sind auch für mich eine ultra nachhaltige Lösung, weil ich einfach damit überall zurechtkomme. Okay, dann öffnen wir mal die allererste Schiebetür. Und da seht ihr, dass ich praktisch das so aufgeteilt habe, dass ich, ich zeige das mal voll ein bisschen weiter weg, dann könnt ihr das besser sehen, da oben alle meine hängenden Teile habe und ab da gehen die ganzen Schubladen los. Wie gesagt, habe ich hier in diesem hängenden Abteil meine aktuelle Capsule Wardrobe hängen. Im Winter hatte ich hier auch ganz viele meiner Hosen hängen, beziehungsweise viele waren es nicht, das waren glaube ich tatsächlich nur 2 Jeans. Und dann die ganzen restlichen Sachen. Jetzt mittlerweile im Frühling, Sommer habe ich die ganzen Hosen jetzt in die Schublade getan. Das zeige ich euch gleich noch, weil ich einfach hier in diesem Bereich viel mehr so leichte Kleidungsstücke hatte oder habe. Wie jetzt hier so eine leichte Baumwolle, einfach so Longsleeves und sowas alles. Ich teile das am liebsten so auf, dass ich hier mit meinen Kleidern starte. Momentan habe ich hier nur ein Kleid hängen. Ich habe das jetzt hier so nochmal übergeschwungen, damit das jetzt hier nicht drauf liegt. Und dann gehe ich von den leichten Sachen bis hin zu den schweren Sachen weiter. Also ich habe hier meine Tops hängen, dann kommen die ganzen T-Shirts, dann kommen die ganzen Longsleeves. Also praktisch T-Shirt nur ein bisschen länger. Oh, die Klingel war das. Alex geht jetzt wahrscheinlich aufmachen. Dann haben wir die Blusen, die Pullis. Teilweise auch die etwas schwereren Qualitäten. Und dann die Jacken. Und dann habe ich hier noch meinen einen Rock, den ich jetzt im Frühling, Sommer habe. Und wenn wir jetzt hier auf die allererste Schublade gucken, die ist jetzt neu. Und das ist auch etwas, was ich am Pax von IKEA liebe. Das Video ist nicht gesponsert. Nur so als Information. Ich liebe das einfach so sehr, dass man im Nachhinein noch seinen Schrank ein bisschen aufwerten kann, verändern kann, es einfach so nochmal umgestalten kann, wie man es jetzt momentan braucht. Ich habe mir tatsächlich jetzt so einen Schmuckeinsatz dazu geholt, weil ich festgestellt habe, dass ich meinen Schmuck irgendwie gar nicht trage. Also heute habe ich jetzt auch keinen an, weil ich euch einfach die Teile alle so, wie schön wie sie da drinnen liegen, zeigen wollte. Aber wenn sie in diesem Schüsselchen drinnen liegen, das ich ja normalerweise immer benutzt habe, lagen sie alle so übereinander gehäuft und ich habe einfach nichts gesehen. Und ich muss das alles sehen, um zu wissen, was womit und worauf ich jetzt gerade Lust habe. Deshalb das Ganze so ein bisschen auseinandergelegt ist besser. So habe ich das Ganze dann jetzt aufgeteilt. Ihr seht, hier ist noch nicht sehr viel drin. Da ist jetzt noch Potenzial für Wachstum. Ich dachte, dass ich das zweite bräuchte, aber tatsächlich ist das jetzt noch nicht so notwendig. Hier habe ich diese Unterteilungen für meine Gürtel. Das ist hier von meiner Tasche, einfach so ein Ersatzriemen hier, so ein bisschen was von Matteo. Das wäre das, womit er im Krankenhaus ausgestattet wurde. Total süß. Und dann habe ich hier meine ganzen Ketten. Also ich muss die, glaube ich, alle tatsächlich nochmal säubern, weil einige sind angelaufen. Gerade auch so diese Goldschnalle, die ist mir tatsächlich mal total krass angelaufen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal sauber kriege. Ihr seht ja, glaube ich, hier so den Unterschied. Aber wie auch immer.
Diese Kette ist hier neu. Ansonsten alle anderen, wobei diese hier ist auch neu und alle anderen hatte ich vorher schon gehabt. Ihr seht, ich habe auch ein paar Goldketten da, obwohl ich sie eher selten trage, weil ich ja der Soft Summer bin und mir Silber besser steht. Aber gemixt finde ich das auch sehr schön. Dann geht es hier weiter zu meinen Ohrringen, die ich jetzt noch behalten habe. Hier ist sehr viel Modeschmuck dabei, aber auch einiges von Daisy Jewelry zum Beispiel. Die mag ich ja sehr, sehr gerne, wie beispielsweise dieses Paar Ohrringe. Diese beiden sind jetzt neu. Ich glaube, das war's schon. Der Rest ist, glaube ich, Modeschmuck. Dann, das ist so ein Yoga-Ring. Den mir Alex mal geschenkt hatte, das fand ich recht witzig, weil ich habe ihm noch gesagt, Alex, ich brauche das nicht, kauf mir das nicht, weil er hat sich nämlich selbst eins gekauft, aber er hat mir trotzdem eins mitbestellt und jetzt lebt das hier. Das ist mein Verlobungsring, das ist mein Ehering, die leben dann hier, wenn ich sie, wenn ich die Teile nicht trage. Und in der nächsten Schublade habe ich dann, ich glaube, die Schublade habt ihr jetzt auch öfter gesehen. Meine ganzen gefalteten Teile. Momentan hier in der Reihe alle Hosen. Das ist für mich eine totale Luxusauswahl, jetzt irgendwie hier so viele Hosen zu haben. Im Winter sind ganz viele leichte Qualitäten. Jetzt diese Jogger beispielsweise, die habe ich ganz häufig nicht drin. Oder hier diese Leinenhose. Da habe ich wirklich nur zwei Hosen und die hänge ich dann auf. Und normalerweise habe ich dann hier alle meine Stricksachen, also alles, was sehr, sehr warm ist. Es muss ja dann gefaltet werden, damit sich die Wolle halt nicht aushängt. Und ja, das habe ich halt im Sommer nicht. Deshalb habe ich das so ein bisschen umgeändert. Für den Frühling, Sommer habe ich hier tatsächlich nur zwei Pullis, die jetzt hier gefaltet sein müssen. Zur Auswahl dann hier so ein paar Unterhemden, ein paar Leggings, eigentlich recht simpel. Und in der nächsten Schublade, da gucken wir jetzt auch schon in Matteos Sachen rein. Er hat ja immer noch kein eigenes Kinderzimmer. Wenn das dann kommt, dann kommen alle seine Sachen in seinen eigenen Schrank. Momentan habe ich seine Sachen noch bei mir. Was ich an diesen Teilen so toll finde, an diesen kleinen Kästchen, ist, dass sie ja aus Filz sind. Und wenn ich mal bei Zeiten, das kam jetzt auch mal vor, ein bisschen weniger Auswahl für ihn habe und jetzt beispielsweise nur so zwei, drei Kleidungsstücke zur Auswahl hier liegen habe, dann rutschen die nicht so rum, weil das schon so ein bisschen stopperig ist und dann liegen die da eigentlich recht gut drinne. Und den dritten Schub, den kann ich euch. Brauche ich euch eigentlich gar nicht zu zeigen. Hier sind seine ganzen Outdoor-Geschichten auch irgendwie seine Schublade, aber das ist so eine Gruschelschublade, da ist jetzt nichts geordnet. Das war es dann auch schon mit der aktuellen Capsule Wardrobe. Und dann dachte ich, zeige ich euch ganz schnell, wie ich mein Lager organisiere in dieser zweiten Schrankhälfte. Also ihr seht, diese zweite Schrankhälfte ist ähnlich aufgeteilt wie die erste. Wir haben hier den oberen Bereich mit allen hängenden Sachen und den ganzen unteren Bereich mit Schüben, wo die Dinge einfach hingelegt werden. Ihr seht, die zweite Schrankhälfte ist tatsächlich auch so ein Alternativlager auch. Also hier liegen auch so ein paar alte Kissen, so ein paar Kosmetiktäschchen und so weiter. Die habe ich da ganz nach hinten geschoben. Hier habe ich alle Sachen, wie die ich jetzt nicht täglich brauche, wo ich auch nicht immer reingucken muss. So ein paar übrige Kleiderbügel, alle Bügel, die ich jetzt für die Hosen damals benutzt habe, noch im Winter. Dann halt alle Teile, die hängen müssen, die halt im gefalteten Zustand jetzt nicht so gut gelagert werden können. Zum Beispiel hier mein Seidenkleid oder so oder dieses schwarze Kleid hier. Dieses hier. Also das ist hier wirklich einfach nur hingehängt, ohne irgendwie Sortierung oder so. Mir ist das egal, ich packe das da einfach hin und fertig. Dann kommen wir jetzt auch schon zu der ersten Schublade, die jetzt auch neu von mir eingestellt wurde hier. Da war ich auch total glücklich, dass man solche Dinge einfach im Nachhinein noch reinmachen konnte. Nämlich meine Schuhe, die ich jetzt nicht tagtäglich brauche, ab und zu aber schon, teilweise auch als Lager, also die Winterschuhe, die ich jetzt im Frühling nicht brauche, teilweise auch Schuhe, die ich jetzt noch nicht brauche im Frühling. Also das ist einfach eine schöne Auswahl, wo ich sehen kann, was ich habe und sofort etwas schnell verfügbar habe und die Teile sind auch gut gelagert. Also teilweise wirklich hier meine bunten Flipflops aus dem Sommer, hier diese hochhackigen Schuhe, diese Schuhe, die habe ich auch sehr, sehr gern, aber die brauche ich jetzt wirklich nicht hier jeden Tag und ja, Sneakers, die ich jetzt beispielsweise, auf die ich jetzt gerade so keine Lust habe. Und dann geht es auch schon weiter zu der nächsten Schublade. Und wie ihr seht, habe ich mich jetzt für das Lager für diese Netzschublade hier, also Metallschublade, entschieden. Die habe ich so ein bisschen zu knapp übereinander gestapelt. Vielleicht würde ich das nochmal ändern, aber jetzt ist das Ganze wirklich zum Bersten voll.
Und hier habe ich jetzt tatsächlich mein Lager, wo die Teile drinne liegen, die beispielsweise meine Schwangerschaftsteile, wie diese Stilloberteile, die sehr warmen Sachen, also mein Wollrock, eine Jogginghose, auf die ich jetzt gerade keine Lust habe, oder auch, was haben wir dann noch? Oder auch ein bisschen Sommerkleidung, wie jetzt so Shorts, so eine kurze Short, mein Sommerrock. So ein kurzer Jeansrock, also das habe ich hier wirklich auch ziemlich reingequetscht. Und das passt jetzt für mich. Also ich muss jetzt nicht mehr Platz haben, außer das hier. Zweite Schublade wird das gleiche. Seht ihr das? Sie wird einfach mit rausgezogen. Genau, und in der zweiten Schublade habe ich dann hier tatsächlich meine ganzen winterlichen Wollteile, alles ganz warme. Alles, was ich jetzt praktisch da so rausgeholt habe. Teilweise auch alte Tücher aus alten Kollektionen, die jetzt nicht mehr verfügbar sind. Die habe ich jetzt hier alle. Und teilweise auch hier so diese Staubbeutelchen für Taschen, die ich habe. Und eine Wärmflasche und sowas. Ein paar alte Mützen und so weiter. Also das ist jetzt tatsächlich hier so mein komplettes Lager mit Teilen, die momentan einfach nicht verwendet werden. Ja, so habe ich jetzt meine Capsule Wardrobe organisiert. Ich finde, das ist absolut ausreichend vom Platz her, um alle seine Klamotten irgendwie unterzubringen und teilweise immer noch Raum übrig zu haben, um seine Capsule Wardrobe wirklich auf einen Blick zu sehen, wirklich alle Teile zu sehen und nicht irgendwo ewig stöbern zu müssen und ewig rumwühlen zu müssen, um irgendwie einen Teil wieder zu Gesicht zu kriegen. Ich finde beispielsweise die Schubladen sehr cool, weil man einfach von oben so mit einem Blick alles sehen kann. Und natürlich das Aufgehängte, das ist ja auch immer toll, weil die Teile da einfach nicht knittern und da einfach gut aufbewahrt sind. Wie organisiert ihr denn eure Capsule Wardrobe oder eure Garderobe? Das würde mich jetzt wirklich interessieren, was ihr so für Kleiderschränke habt, wie ihr das so handhabt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein und ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!